Willkommen zu Frequent Traveller TV und heute wieder am Monatsanfang gibt es die MeilenSchnäppchen und MeilenHighlights frisch gepresst für euch. Heute ist Freitag, das heißt also im Prinzip, ihr könnt nachher auch auf der MeilenSchnäppchen.de Seite natürlich die MeilenSchnäppchen sehen, die wir euch vorstellen als kleinen Vorgeschmack. Die kommen. Dann haben wir für euch 30 Jahre Lufthansa Miles & More, was ja dieses Jahr komplett durchgezogen ist. Oh, ist der Ärmel hoch? Hätte ich gesagt, Kragen heißt das, Ärmel woanders. Ordentlich aussehen. Auf jeden Fall ist es so, dass das gefeiert wird. Und wir haben natürlich auch wieder Aktionen, dreifache Meilen auf Kartenumsätze und Payback. Seid gespannt, was kommt. Denn es ist weihnachtlich und das Jahr geht halt, wie gesagt, zu Ende. Das letzte Mal, dass die Highlights dieses Jahr kommen. Nächstes Jahr kommen sie wieder am 01.01.2024. Ja. So schnell geht das Meilenjahr zu Ende. Ihr wisst ja an dieser Stelle wie immer, ihr könnt den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like dalassen, aber auch ganz, ganz wichtig, ja, kommentieren und liken, Kanalmitgliedschaft. Das erste Thema ist wie so oft 2023 ist ja Miles & More 30 Jahre alt geworden und man feiert uns. Celebrating You. Und da gibt es natürlich immer wieder Überraschungen und deshalb solltet ihr auch wie ein Flitzebogen gespannt sein. Warte, es gab dazu auch noch ein Bild. Jetzt habe ich das vergessen. Da ist das Bild. Das You-Bild. Also, ihr wisst, was es gibt und jetzt seid gespannt. Das erste ist die Lufthansa Kreditkarte. Und zwar die Lufthansa Kreditkarte, die wird dreifach Meilen geben auf Kartenumsätze. Heißt also, ihr als Teilnehmer könnt euch im letzten Monat dieses 30 Jahre Celebrating Monats darauf freuen, dass es bis zum 31.12. in der Miles & More Kreditkarten-App im Bereich Aktionen diese Aktion gibt. Ihr müsst euch da anmelden und die Anmeldung gilt übrigens auch rückwirkend. Ja, das ist eine coole Geschichte. Und dann geht das los, wenn ihr die Umsätze tätigt. Also Aktionszeitraum 1.12. bis 31.12. Ganz wichtig. Gucken. Ihr könnt ja unten mal schreiben, wie ihr das mit den Kreditkarten findet. Ich finde das immer wieder cool, aber ihr könnt ja eure Meinung zu schreiben. Dann haben wir noch ein Bild. Und das Bild hat es ja auch direkt weggegeben und quasi gesagt, was es ist. Das ist Payback. Und zwar Payback. 30% mehr Meilen zum Geburtstag, zum 30. Heißt also, auch hier beim Abschluss gibt es wieder, wenn man mindestens 4.000 Punkte rüber schubbert auf sein Miles & More Konto von payback.de, in der Transaktion diese 30% mehr Meilen. Zweimal im Jahr. Ihr wisst ja, wartet immer auf die Aktion, weil sonst verliert ihr Meilen. Deshalb nicht automatisch das Ganze machen. Aktionszeitraum 1.12. bis 31.12. 4.000 Meilen sind das Mindeste. Heißt also, wenn man die in 1:1 rüberschubbert, wären das natürlich bei 10.000 zum Beispiel 13.000 und so weiter und so fort. Ihr könnt das ja selber ausrechnen, oder? Könnt ihr mal schreiben, ob ihr da auch so den Mario gemacht habt und einfach so eine automatische Geschichte gemacht habt und damit wirklich viele Meilen verloren habt. Ja, Mario, I'm sorry, aber so ist das nun mal. Wir haben noch ein Thema. Es geht hier Schlag auf Schlag. Da seht ihr das. Was könnte das sein? Das ist natürlich Booking.com. und Booking.com ist natürlich auch immer wieder eine Größe. Und Booking.com hat jetzt auch eine Aktion, da kann man nämlich Punkte sammeln. Ihr bekommt für Ihre Lieblingsunterkunft, ja, das ist doch deutsch, oder? Auf jeden Fall 30 Prämienmeile pro ausgegebenen Euro. Und das kann mehr als viele Punkte sein, die ihr sonst bekommt. Buchungszeitraum wäre der bis zum 31.12. vom 1.12. beginnend. Aber der Reisezeitraum, ihr könnt also schon euren Urlaub fürs nächste Jahr buchen. Und da macht das durchaus Sinn, bei Booking.com zu sammeln. Aber ihr wisst ja, wenn ihr bei Booking.com bucht, dass ihr keine Vorteile bekommt vom Status. Aber 30-fache Meilen, je nachdem wie das ist krass viel. Überlegt mal. Also letztens für ein Hotel 1000 Euro gezahlt, das wären 30.000 Punkte. Geiler Scheiß. Also da könnt ihr direkt was machen und was werden. Ihr erinnert euch sicherlich, aber ich gebe euch erst das Bild. Ich weiß gar nicht, warum ich mit den Bildern heute so im Kriegsfuß stehe. Ihr wisst ja, bei Lufthansa gibt es ja die Green Fare. Und bei der Green Fare ist es so, wenn man halt nachhaltig ist, gibt es mehr Meilen. Ja. Und die Aktion ist so, dass man 100% Statusmeilen bekommt, ADA bis zu 20% HON Circle Meilen. Die Anzahl der zusätzlichen Statusmeilen hängt natürlich damit ab, an der Höhe des SAF-Anteils des CO2-Ausgleichspakets. Wichtig ist, dass Buchungs- und Reisezeitraum der 12.10. war, also das heißt, die Aktion läuft schon, bis zum 31.12. Ganz wichtig, gilt auf den Flügen von Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa und Swiss. Wichtig ist, bis zu. Heißt also, dass das durchaus nicht für alle Strecken gilt. Und wir hatten das ja auch mal festgestellt, als ich diese Aktion irgendwann mal gezeigt hatte, weil war es Oldscher, jemand hat mir das ja schon mal geschickt, dass man das da hatte. Es ist unterschiedlich je nach Strecke, leider. Und teilweise auch, wenn es lange Strecken sind, relativ teuer. Da könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet und wie eure Erfahrungen sind, ob ihr eure Konto damit aufgefüllt habt, damit vielleicht den Senator oder den HON schneller erflogen habt. Hier haben wir Honesty, Ehrlichkeit. Und zwar ist es bei der Ehrlichkeit, heißt das nicht Honesty mit H? Naja, nun gut, auf jeden Fall ist es so, dass bei der Ehrlichkeit das ja immer so ein Thema ist. Und die Honesty geben bis zu 10% Meilennachlass. Heißt also, ihr könnt Träume verwirklichen und dabei Gutes tun. Das heißt, Teilnehmer können mit dem neuen Partner Honesty, das ist bei einer staatlich lizenzierten Soziallotterie, Meilen gegen Lose einlösen und damit halt auch gemeinnützige Projekte auf betterplace.org unterstützen. Aktionszeitraum hier wieder 1.12. bis 29.02. Also die Aktion geht wesentlich länger. Ja. Da ist es, ASMALLWORLD. Und ASMALLWORLD ist ja altbekannt, das ist ja immer wieder eine gute Möglichkeit, um da Meilen zu sammeln, Meilen abzugreifen und Meilen dort schön zu inhalieren. Ja, tut das mal. Und zwar könnt ihr dort jetzt Pakete kaufen, und zwar der für unsere Travel and Lifestyle Community gleich doppelt. Ja, wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt, sind das 250.000 Punkte, gibt aber wie gesagt 15% mehr, dann sind das 275.000. Nee, Quatsch, 10% mal mehr, Entschuldigung. Also 250.000, ich Gott sei Dank noch nachgerechnet. Und 15% Meilennachlass, nee, Preisnachlass auf die Mitgliedschaft. Heißt also, ihr kriegt da auch Status bei Jumeirah zum Beispiel, bei Discovery oder aber auch bei der The Finest, World's Finest Clubs, dem globalen Nightlife Concierge. Und den Dragon Pass gibt es auch noch on top. Also wer schnell Meilen sammeln möchte, der Aktionszeitraum ist ja schon vom 1.11. bis zum 31.12. Ihr kennt die Aktion aus dem letzten Monat eventuell. Ihr kennt meine Meinung dazu. Wer schnell Meilen will, soll es holen. Wer die Dienstleistung nutzen will, kann es auch tun. Aber die meisten kaufen es halt wirklich nur wegen der Meilen. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt und was ihr dazu schreibt. Hier gibt es wieder eine Aktion, die bei der Welt am Sonntag Meilen bringt. Und zwar gibt es bei dieser Aktion Meilen 65 1000 Meilen bei Abschluss eines Weltmarkenabos. Dieses 12-monatige Abo für die komplette Welt, gedruckt und digital, für insgesamt 755 € und 88 Cent, sind zusammen 65.000 Prämienmeilen. Neben dem Markenabo der Welt gibt es von Montags bis Freitags die Tageszeitung Die Welt und am Sonntag Die Welt am Sonntag. Frühausgabe am Samstag. Außerdem habt ihr als Teilnehmer auf Welt Plus Premium-Zugriff auf die digitalen Produkte der Weltzeitung. Aktion läuft auch schon seit letzten Monat, 1.11. bis 31.12. Ja, schade, dass Mario nicht dabei ist, denn Mario ist ja unser Shopping-Experte und da gibt es nämlich jetzt wieder beim Shopping mit Lufthansa Miles & More Online-Shopping bis zu 50-fache Meilen. Ihr bekommt 50-fache Prämienmeilen in Shops wie zum Beispiel bei Norton. Dann gibt es ein Aktionswochenende vom 9. bis zum 10.12. Nein, Quatsch, vom 9. bis zum 12. Dezember. Richtig gesprochen doch. Bei Peter Hahn und bei Barbour 15-fache Meilen an diesen beiden Tagen. Und bei Maisons du Monde gibt es 10-fache Meilen. 40-fache Meilen gibt es noch bei NordVPN, wenn ihr also ein VPN braucht. Dann gibt es bei LensBest 15-fache Meilen. 10-fache Meilen gibt es bei Gutscheine von Cadeaux, Loctane, Bodyshop, Rebin, Oakley, Sunglass Hat und Brille 24. Dann gibt es hier noch 8-fache Meilen bei Perfume Dreams, Christ, Valmano, Confiserie Lauensteiner und bei Jack Wolfskin und Olymp 4-fache Meilen bei Maison du Monde. Aktionszeitraum 1.12. bis zum 31.12. Und denkt wirklich daran, dass bei Peter Hahn und Barbour 15-fache Meilen sind und beim Maison du Monde 10-fache Meilen, wenn ihr am 9. oder am 10. Dezember einkauft. Deshalb da dann zu dem Datum, damit ihr wirklich nochmal mehr abgreifen könnt. Tada, 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 tada. Es ist so, dass der Flughafen München den Worldshop hat seit 10 Jahren. Ja, das ist so. Da muss man ehrlich sein und muss sagen, eigentlich bin ich da gerne immer gewesen und ich werde da auch immer gerne sein. Aber sie feiern Jubiläum. Und zwar ist das der Worldshop Airport Store München Schengen. Das heißt also, wenn ihr reingeht durch die SICO und dann nach Rechts, so ein bisschen um die Ecke rum. Da findet ihr den Shop und da gibt es anlässlich des Jubiläums für die Teilnehmer bei allen Worldshop Airport Stores am Münchner Flughafen 10 Tage lang 10-fache Prämienmeilen und 10-fachen Nachlass auf ausgewählte Artikel. Ja, ganz genau. Und dann gibt es noch so ein Glücksrad. Da könnt ihr nämlich ja, eines von 10 Amenity-Kits der Lufthansa Live Collection gewinnen. Live Collection hatte ich euch ja vorgestellt. Aktion ist vom 13.12. bis zum 22.12. Live Collection sind die schönen in Plastik. Ich habe die, also Polycarbonat muss ich sagen, sorry. Ich habe die in Aluminium, ja, einmal in Silber, einmal in Schwarz. Ich muss ehrlicherweise sagen, zum Reisen sind die Polycarbonat schon geiler, weil sie soft sind. Wir haben wieder ein Thema. Workshop-Angebote des Monats. Warte, da habt ihr das Bild. So wird gefeiert und da geht das dann auch direkt los. Da gehen wir doch mal direkt drauf ein, was es da gibt. Denn Workshop-Angebot des Monats gibt Grund zum Freuen. Miles & More Teilnehmer bekommen bis zu 20 oder sogar 20% Meilen- und Preisnachlass auf ausgewählte Champagner und Schaumweine. Wer Champagnerliebhaber ist und für Weihnachten oder aber für Neujahr Shampoos braucht, die Möglichkeit, das jetzt zu holen. Aktion ist vom 1.12. bis zum 31.12. Denkt dran, Shampoos, Shampoos, Shampoos. Und wir haben wieder ein Thema. Und zwar ist das der Worldshop. Der hat einen Adventskalender. Ach, geht das nicht automatisiert weg? Warte, hier, zack, und 5, 4, 3, 2, 1, wieder bin ich da. Also, Adventskalender. Der Adventskalender ist mit einer Eigenwerbung ein Kalender der besonderen Art. Miles & More Teilnehmer erleben mit dem diesjährigen Workshop Adventskalender einen ganzen Monat voller Überraschung. Surprise, Surprise, Surprise. Hinter jedem Türchen verstecken sich 31 Tage lang tolle Angebote und attraktive Gewinnspielpreise. An 5 Tagen gibt es die Möglichkeit auf jeweils 5 mal 30.000 Prämienmeilen und am 24.12. auf den Hauptgewinn. Was der Hauptgewinn ist, sagen wir natürlich nicht, ist es spannend. Aber denkt dran, vom 1.12. bis zum 31.12., weil es sind ja 31 Tage. Denkt daran, dass ihr das mitnimmt. Ja. Und jetzt haben wir wieder Worldshop-Aktionen im Dezember. Und diese Aktionen im Dezember sind auch relativ hübsch, wenn man ehrlich ist. Und zwar ist es so, dass es ausgewählte Produkte gibt von Hisense, Garmin, Eve und GoPro. Ich bin ja ein GoPro-Fan. Teilnehmer können sich auf bis zu 30% Meilen oder Preisnachlass auf Meilen oder Cash freuen. Aktionszeitraum hier 1.12. bis zum 31.12. Schaut vorbei, schaut da rein und schaut euch das an. Und dann sage ich danke, dass ihr heute... Nein, kleiner Scherz. MeilenSchnäppchen, genau, das ist ja das, wofür ihr hier seid. Und zwar die MeilenSchnäppchen fangen wir ganz langsam und ohne Schmerzen an. Ich scroll mal wieder hoch, weil ihr wisst ja, ich mache sie bewusst zum Ende. Und wir fangen einfach mal mit der Economy Class an. Reisen in der Economy. Rom, Budapest, Prag, Bologna, Lyon, Nizza, Madrid, Barcelona und Dublin. Tada! Hin- und Rückflugbuchungszeitraum 1.12. bis zum 31.12., weil es eine Kurzstrecke ist vom 15.01. bis zum 29.02.2024 mit 15.000 Prämienmeilen. Jetzt sagt ihr, ich will weiter weg. Dann sage ich euch, 30.000 Prämienmeilen in der Economy vom 1.12. bis zum 31.12. Buchungszeitraum, 15.03. bis 30. April. Geht möglich. Los Angeles, San Francisco, Washington, Denver, Seattle. Geil, oder? Und wir haben noch einen. Für 40.000 Meilen geht es nach Beijing. Selber Zeitraum, Reisezeitraum ist der 15.03. bis zum 30.04. 40.000 Meilen, 40.000 Meilen hin und zurück. Alle Preise natürlich zuzüglich Gebühren. Ja, das kommt natürlich hinzu. Premium Economy. 40.000 Prämienmeilen vom 1.12. bis zum 31.12. 15.03. bis zum 30.04. ist der Reisezeitraum. Hin- und Rückflug 40.000. Los Angeles, San Francisco, Denver, Seattle. Viel Ziele. Geil, haben wir lange nicht mehr gehabt. Da muss man sagen, leider geil. Und jetzt festhalten. Business Class. Istanbul, Budapest, Prag, Madrid, Barcelona. Ihr wisst ja, Kurzstrecke. Buchungszeitraum ist wie immer 1.12. bis zum 31.12. 15.01. bis 29.02. ist der Reisezeitraum. 25.000 Prämienmeilen. 40.000 Prämienmeilen, selber Reisezeitraum. Nein, eben nicht, ist ja eine Langstrecke. Reisezeitraum 15.03. bis zum 30. April. Buchungszeitraum 1.12. bis zum 31.12. Hin- und Rückflug. Las Palmas, Teneriffa, Fuerteventura, 40.000 Meilen. Business Class, ne? Jetzt kommt's. 55.000 Prämienmeilen. San Francisco, Chicago, Boston, New York. 55.000 Prämienmeilen. San Francisco, Chicago, Boston, New York. Hin- und Rückflug, Buchungszeitraum 1.12. bis zum 31.12. Reisezeitraum 15.03. bis zum 30. April. Geiler Scheiß. Da gibt es 2 Dinge, die ich euch zu sagen habe. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, das Like dazulassen, weil es kostet euch nichts. Kommentieren und schreibt einfach, wie findet ihr jetzt die MeilenHighlights und vor allem die MeilenSchnäppchen, die ja eigentlich leider doch geil sind, oder? Nachdem wir so unverwöhnt waren, wackelt der Tisch, ja. Könnt ihr unverwöhnt? Nein, doch unverwöhnt. Wir sind unverwöhnt gewesen. Schreibt das doch einfach in die Kommentare rein und ich werde mich der Sache widmen. Danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveller TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren und alles zu machen, was ich euch gesagt habe. Und wir sagen einfach, hau rein, Kapelle. Und wir sehen uns dann heute Abend wieder. Ja, ich weiß, ihr wisst ja, dass es vor Ort gezeichnet ist. Aber es waren doch wieder spannende 20 Minuten. Und beim nächsten Mal ist Mario wieder dabei. Mario hat es zeitlich diesmal nicht geschafft, leider. Also, danke euch. Bis dann. Ciao, ciao. Und Abspann. Bis dann. Ciao. Thank you.